Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass ich hier ein Kontrastprogramm vorbringen werde zu dem, was Frau Suttmann von der Linken vorbrachte, wird Sie nicht überraschen. Aber jetzt geht es in erster Linie um den Haushalt des Senats. Wir haben einen typischen Fall vor uns von Werbung einerseits und Realität andererseits. Das Marketing-Zitat lautet: Das erfolgreiche Wohnungsbauprogramm des Senats wird fortgesetzt. Zitat Ende. So heißt es mit ziemlich viel Selbstbeweihräucherung im Vorwort des Haushaltsplans. Immerhin geht es hier um mehrere hundert Millionen Euro. Unterziehen wir das einer kritischen Prüfung, dann kommen wir zu ernüchternden Ergebnissen, und ich will das in fünf Punkten beleuchten. Erstens, es wird zwar viel gebaut, aber es kommt zu wenig bei den Hamburgern an. Und bauen ist zu teuer und wird gerade hier und vom Senat weiter verteuert. Der Senat will zwar weiterhin den städtischen Wohnungsbau voranbringen mit dem berühmten Drittelmix, ein Drittel Sozialwohnungen, und es ist tatsächlich in Hamburg viel gebaut worden, das erkennen wir an, aber der Staat bzw. der Senat baut nicht eine einzige Wohnung. Das machen Investoren, private Firmen und Bürger, auch die Saga, denen sie mit ihrer immer weitergehenden Regelungswut das Leben schwer machen. Der Weg zur Baugenehmigung ist beschwerlich und teuer. Allseits wird über zu lange Verfahrensdauern geklagt. Das Ergebnis: Baubeginn wie Fertigstellungen zögern sich hinaus. Der Grund sind unzählige Vorschriften, die das Bauen verlangsamen, auf Bundesebene zum Beispiel die übertriebenen Vorgaben der Bundesenergieeinsparverordnung, die zu Recht von der Wohnungswirtschaft immer wieder kritisiert wird. Aber nicht genug damit, der Senat macht es in Hamburg noch teurer mit den Vorschriften für imaginäre Hamburger Klimaziele, mit dem verpflichtenden Einbau von Photovoltaikanlagen, mit dem Verbot des Einbaus von Klimaanlagen und. Der Staat ist nicht der bessere Bauherr. Der Staat sollte die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Bürger sich entfalten können, damit Bürger marktwirtschaftlich wirtschaften und eben auch bauen können. Das ist die beste Maßnahme auch für billiges Wohnen. Ich sage Ihnen, entschlacken Sie die Bauvorschriften, erleichtern Sie das private Bauen. Das ist deutlich besser, denn der Staat ist selten bis nie ein guter Wirtschafter. Wenn der Staat zu wirtschaften versucht, macht das alles teurer, macht es umständlicher und macht es langsamer, und es führt zur Fehlallokation von Mitteln. Damit kommen wir zum ähnlichen zweiten Punkt. Hamburg wird mit immer mehr Erhaltungsverordnungen überzogen. Durchaus in dem einen oder anderen Fall zumindest positiv gemeint, das will ich gar nicht bestreiten, aber damit wird vor allem ein Stillstand verfügt. Eine Stadt will und soll sich aber weiterentwickeln. Bauen wir lieber Bauvorschriften ab und erleichtern wir das Bauen. In dem Zusammenhang, in Berlin wurde der sozialistische Mietendeckel, ich fand es erfrischend, dass von Seiten Rot-Grün immerhin das Berliner Modell nicht als Vorbild hochgejubelt wurde, anders als von der Linken, der Mietendeckel endlich für verfassungswidrig erklärt. Allerdings, Hamburg feiert hier der Senat das Bauland-Mobilisierungsgesetz. Dabei wird, wir gingen an dieser Stelle schon darauf ein, dort mit dem Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen, mit gestärkten Vorkaufsrechten und weiterem Milieuschutz heftig in das Privateigentum eingegriffen. Das ist uns nicht nur zu viel Sozialismus, das erschwert auch das Bauen wiederum in erheblichem Maße, macht es teurer und rückt das von vielen erstrebte Wohneigentum in immer weitere Ferne. Drittens, wer kommt in den Genuss der gebauten Wohnungen? Da sage ich, zu wenige Hamburger. Erinnern wir uns, 2014 hatte der Markt begonnen, sich zu erholen und zu entspannen, auch aufgrund intensiver Neubautätigkeit.
Danach aber, und ich muss das hier ansprechen, auch wenn das die linke Seite oder der Großteil des Hauses ungern hört, seit der Öffnung der Grenzen durch die Massenzuwanderung ist eine deutliche Verschärfung eingetreten. Über 50.000 Migranten müssen in Wohnungen untergebracht werden, wenn sie nach Wegfall der Fluchtgründe nicht abgeschoben werden, und sie werden vor allem in neu gebauten Sozialwohnungen untergebracht, die entsprechend den Hamburgern, die schon länger hier leben, fehlen. Die Politik der, jedenfalls bis zu Corona, offenen Landesgrenzen hat nachhaltig die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum stark in die Höhe schießen lassen. Ein Großteil der neu gebauten Wohnungen kommt eben bei Zuwanderern an und nicht bei denen, die schon länger hier leben. Viertens, Fehlallokation von Mitteln. Es werden Hunderte von Millionen eingesetzt, aber im Ergebnis werden damit nur ein paar tausend Sozialwohnungen im Jahr gefördert. Wir müssen umdenken, wenn es darum geht, Bedürftigkeit zu begegnen. Derzeit werden Wohnungssuchende, die aufgrund des zur Verfügung stehenden Haushaltseinkommens preiswerten geförderten Wohnraum benötigen, mit einem Berechtigungsscheinsystem abgespeist statt mit einer günstigen Wohnung. Die Leute, die den Schein haben, bekommen damit aber noch lange keine Wohnung. Da sind die gebauten Sozialwohnungen ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein Punkt ist auch der, dass von den Sozialwohnungen im Bestand geschätzt etwa die Hälfte, es wird ja offiziell gar nicht mehr untersucht, ohne Berechtigung die günstigen Wohnungen mit Beschlag belegen, obwohl deren Einkommen längst über der Bemessungsgrenze liegt. Und der rot-grüne Senat duldet das, weil ihm eine sicher auch ideologisch gewollte Vermischung und Heterogenität an der Stelle wichtiger ist, als bedürftigen Hamburgern Wohnungen zu verschaffen. Ich sage, wir müssen weg von der hunderte von Millionen schweren Förderung für wenige tausend Wohnungen hin zu einem System, in welchem der Wohngeldzuschuss eine ganz andere Rolle spielt. Statt mit einem Berechtigungsscheinsystem den Mangel zu verwalten, könnte so nicht Tausenden, sondern Zehntausenden Hamburgern konkret geholfen werden. Wir haben das mehrfach hier vorgetragen, Stichwort Subjektförderung statt Objektförderung. Und fünftens, Eigentumsquote erhöhen. Die AfD tritt dafür ein, möglichst viele Bürger, so viele wie möglich, in die eigenen vier Wände zu bringen. Wir möchten die Eigentumsquote, die in Deutschland gering ist im Vergleich zu Europa und die in Hamburg die zweitniedrigste ist nach Berlin, weniger als ein Viertel der Hamburger lebt in den eigenen vier Wänden, nachhaltig steigern. Und das auch und gerade für Gering- und Durchschnittsverdiener. Hier muss der Staat mit großzügigen Fördermitteln die Entwicklung aktiv vorantreiben. Auch und gerade für bedürftige Familien. Hierfür haben wir den Antrag zum Hamburger Baukindergeld vorgelegt und eingebracht. Wir sehen Eigentum, anders als die linke Hälfte dieses Hauses, nicht als etwas Böses, was man möglichst bekämpfen, verdrängen und zurückfahren sollte, sondern im Gegenteil als etwas Gutes, Sinnvolles an. Deswegen fördern wir Eigentumserwerb statt monatlicher Mietzahlung und daher auch unser Antrag für ein neues Hamburger Wohngeld. Denn Wohneigentum ist zugleich die beste Alterssicherung, der beste Schutz gegen Altersarmut. Wir sollten alles daran setzen, die Eigentumsquote der Hamburger zu erhöhen. Das nenne ich eine im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltige, eine langfristige Politik über den Horizont der aktuellen Legislaturperiode hinaus. Meine Damen und Herren, der Senat setzt die Akzente falsch. Freiheitliche und realistische Stadtentwicklungspolitik im Sinne der Bürger sieht anders aus. Vielen Dank.